Herzlich, ja sogar herzlichst willkommen zu einem weiteren Video, Leute. Und zwar unseren 100 Abonnenten-Special, auch wenn das ein bisschen zu spät rauskommt. Ja, und heute haben wir einen speziellen Gast dabei. Und zwar Hallöchen. Also den Player Gedon haben wir dabei. aka Thomas. AKA David, ne? Thomas ist ja Spitzname. Ja, genau. Genau. Und heute dachten wir mal, dass wir ihn einmal interviewen und ein paar Fragen stellen. Ein paar lustige Fragen sind auch dabei. Und ja, legen wir mal los, denke ich, ne? So, Alles dann klar. hast du immer mal die erste Frage raus. Also, wie bist du überhaupt auf YouTube gekommen? Also jetzt zu machen oder Videos Ja, zu gucken? genau, Allgemein Videos Videos zu zu machen. machen. Da gibt es sogar ein bestimmtes Video vom Markiplier. Dieses Video heißt Believe in Yourself und dieses Video hat mich halt inspiriert, das mal selber zu machen. Und dann habe ich halt gesehen, wie viel Spaß es macht. Und dann, ja, so ist ungefähr PlayerGaddon entstanden. Genau wie bei uns eigentlich, durch Ja, Spaß. Durch Spaß und anderen YouTubern irgendwelche bei denen Videos anschauen. Also genau dasselbe bei uns. So, wie hast du dich eigentlich gefühlt, so beim ersten Video, als du das aufgenommen hast, hochgeladen hast? ich kann mich noch ganz genau erinnern. Das war am 31.10. Ein Kumpel war noch bei mir. Ich musste als erstes immer total lachen, weil es halt so ungewohnt war, mit sich selber zu sprechen. Aber nach einer Zeit ist halt die Übung reingekommen und das war dann halt so was Selbstverständliches. Ja, ist auf jeden Fall komisch. Fühlt sich komisch an, wenn man mit einem Handy oder PC spricht. Okay, Aber man gewöhnt sich ja dran. wie alt bist du? Steht noch Ich in der bin Beschreibung. 15. Ah, genau, okay. 15. Weil wir hatten jetzt gedacht irgendwie, dass du älter Dass du bist. älter bist, 17, 18 Genau, so weil geschätzt. obwohl es in der Beschreibung steht, dachten wir an irgendwie was Älteres, ne? Ja, die meisten denken, ich bin älter, aber ich bin erst 15. Okay, wo kommst du her? Bist du Deutsch oder was bist du für ein Landsmann? Meine Mutter kommt aus der Ukraine und mein Vater aus Deutschland, also halb Deutscher und halb Ukrainer. Ernsthaft? Ich bin ja Ja. auch Ukrainer. Also, Also, warum machst du Videos? Hat sich eigentlich ja schon erklärt mit dem anderen genau. Video. Welche Ziele hast du dir gesetzt mit Ja. deinen Videos? Was willst du also erreichen so in ferner Ja, Zukunft? und dazu direkt, hast du überhaupt gedacht am Anfang, dass du jetzt schon so groß wirst? Also, ich meine, 600 Abos ist schon eigentlich was ordentlich, wenn man sich's vorstellt. Ja, also am Anfang habe ich es eigentlich, ich habe mir gar keine Gedanken um die Abonnenten gemacht. Ich habe mir einfach nur gedacht, probieren wir es aus. Ich mache immer weiter, solange es mir Spaß macht. Und mit der Zeit kommen halt die Abonnenten. Und das war dann jetzt halt auch der Fall, ne? Ja, genau. Das ist auch immer besser und dann sind die Videos auch viel unterhaltsamer, wenn man merkt, dass derjenige Spaß daran hat. Jo, das stimmt. Was sagen eigentlich so deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten, Verwandten, dein ganzer Umkreis dazu? Wissen die überhaupt, dass du YouTube machst? Ja, ich habe damals so Werbung auf Skype zum Beispiel gemacht bei meinen Freunden. Hier bitte abonnieren und sowas. Meine Eltern finden es eigentlich, ja, die haben nicht so eine richtige Meinung darüber. Die finden es okay, ist ein cooles Hobby, aber ja, das Einzige, was sie stört, ist, glaube ich, das teure Equipment. Und meine Freunde, da gibt es auch gespaltene Meinungen. Die meisten sagen halt, dass die Videos unterhaltsam sind, dass die gut sind, aber dann gibt es da auch fünf oder sechs, die halt sagen, die Videos wären total scheiße und so, aber das sind auch die einzigen. Ja. Deswegen höre ich gar nicht darauf, denn alle, wirklich, ich habe ja nicht irgendwie umsonst 600 Abonnenten, sage ich mal so, fast 600. Und wirklich alle, die neu auf den Kanal kommen, sagen so, hey, super Kanal, tolle Videos und das ist für mich Bestätigung. Das ist, weshalb ich YouTube mache, weshalb ich Spaß dran habe. Und wenn da wirklich so einer schreibt, boah, ich habe deinen Kanal neu entdeckt, habe ein Abo dagelassen, ich mag dich total gerne. Das ist wirklich, es klingt gay, aber es ist ein wunderschönes Gefühl. Ja, deine Videos sind auch unterhaltsam. Extrem Auf jeden Fall und auch professionell gemacht und so. ja, sehr. Also Jo. wir würden uns auch freuen, wenn wir irgendwann halt so eine gute Aufnahmequalität haben, etc. das Ganze und ja, genau. Ja, das kommt ja mit der Übung. Meine ersten Videos waren auch nicht so schnieke. Also kommt die nächste Frage. Würdest du lieber deinen YouTube-Kanal löschen oder deine Beinhaare rasieren, in eine Socke legen und die Socke essen? Ich glaube, dann würde ich mich für die Beinhaare entscheiden. Also wir meinen schon so richtig so Also. eine schöne Wollsocke und dann alle Beinhaare ab, da reinlegen und dann einfach so wegsnacken.
So Ja, ich stückchenweise. glaube, ich würde mich lieber dafür entscheiden. Ach, Das ist gut, aber Scheiße. dann sieht man auch, dass du den ganzen Ein treuer Abonnenten YouTuber treu bist. bist, genau. Ja, wäre Genau. ekelhaft, aber ich würde mich wirklich lieber dafür entscheiden. Also, nächste Frage ist bestimmt schwer für dich zu beantworten. Nie Okay. wieder Horrorfilme oder nie wieder Horrorspiele? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, aber in der heutigen Zeit, wo die Horrorfilme wirklich immer schlechter werden, würde ich mich, glaube ich, eher für die Horrorspiele entscheiden, also dass die Horrorfilme da wegfallen. Ja, genau, hätte ich Genau. jetzt auch erwartet von dir, so die Antwort. Und übrigens, Leute, wer es nicht weiß, PlayerGaddon, der macht ja auch andere Videos außer Clash of Clans. Also zieht euch die auf jeden Fall auch rein. Ja. Ja, dann gibt es noch so eine kleine Frage, so, was hörst du für Musik so eigentlich? Welche Ich Art? höre Rap. Rap, nur Genau. Rap oder Ami-Rap, Deutsch-Rap, Französisch, Chinesisch? Ja, also im Deutschen höre ich ziemlich vieles. In Amer Amerikanischen höre ich meistens so Eminem. Eminem, Genau. der Stani. Ja. Zur Socke, ne? Das war ja so die lustige Frage. Da habe ich auch so eine kleine Story noch. Und zwar hatte ich mal CSGO gezockt und man kann ja Okay. ganz normal reden. Und dann war halt auch ein Russe auf dem Server und der meinte so, weil wir stark hinten lagen, meinte der einfach knallhart, Jungs, ich lade euch bei Skype ein, wenn wir gewinnen. Ich esse eine Socke, ist mir scheißegal, wie lange ich da drauf rumkaue, ich esse die. Okay. Ja, das war's soweit mit den Fragen. Und ja, freut uns auf jeden Fall, dass du dabei warst und dass du dich Ja, klar, bereit ist ja kein erklärt Problem. hast. Ja, extrem nett auf jeden Fall. Also Leute. Ja, dann war es das eigentlich auch mit dem 100-Abo-Special. Leute, Genau. wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Und schaut auf jeden Fall bei PlayerGaddon vorbei. Genau, Und werden wir verlinken. wir lassen dir das letzte Wort. Ja, also ich würde mich erstmal bedanken, dass ich mal interviewt wurde. Ist mal was Neues und irgendwie was Besonderes. Ist mal cool, so die Fragen beantworten zu dürfen und ja, es hat mir Spaß gemacht. Alles klar, wir danken dir. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und Und tschüss. tschüss.